Hallo meine Lieben und willkommen zum Liebesorakel für den Monat März. Ja, wenn du dich jetzt wunderst, was das heute für eine komische Deko ist. Nein, die Deko ist gar nicht komisch, sondern die passt einfach zu dem, was hier denn kommt. Weil es sind wunderbare Figuren, die ich hier mit dazu genommen habe. Ich habe sie nur ein bisschen anders dargestellt, wie sie tatsächlich normal sind. Denn normalerweise sind es wunderbar stehende Figuren. Aber ich habe mich heute entschlossen, sie werden hingelegt, weil das passt viel besser zu der Energie, die wir jetzt im März haben. Zumindest in der Liebe. In der Liebe, ja, da passiert so einiges. Da geht es einige Schritte nach vorwärts und ich kann euch versprechen, für viele von euch wird das genau so eine liegende Position nämlich haben. Und das, ja, das ist der Ausdruck von Liebe, meinen viele, ja, aber wenn du das Glück hast, ganz tief in eine Liebe zu kommen, wo das Körperliche gar nicht mehr so federführend das Wichtige ist, sondern die Liebe sich noch ganz anders ausdrückt, dann wirst du erkennen, dass eigentlich egal ist, ob die Figur jetzt steht oder liegt. Das Körperliche ist der Ausdruck von Sexualität, aber Liebe kommt noch viel, viel tiefer aus dem Herzen. Trotz alledem ist der März ein sehr, sehr intensiver Monat für die Liebe, zumindest in der Liebe. Denn alles andere wird etwas schwierig werden. Das wird auch seine Ausläufer in die Liebe haben, denn wir hatten jetzt den Februar, das war der Monat der ja, Wiederholungen. Immer wieder ist etwas passiert und der März, das wird der Monat der Prüfungen. Zumindest das ist energetisch da. In der Liebe, wirst du merken, hat das auch so seine Ausläufer. Aber die Liebe kickt nochmal ganz, ganz anders an. Und ich hoffe, du kannst dich entscheiden für einen der Stapel, denn in jedem steckt etwas, was sehr wichtig ist, was für dich persönlich wichtig sein kann. Es können aber auch mehrere Stapel sein. Und es wird einen ganz schönen Kick geben. Ich bin sehr gespannt. Wir starten für alle, die den ersten Stapel gewählt haben. Um was geht es bei euch? Was zeigt sich denn so bei euch? Das, was sich bei euch zeigt, das beginnt erstmal mit einer Karte. Da geht es um Einssein mit allem, was ist. Das ist eine tiefe Verbindung. Und du siehst hier, das hat mit Gemeinschaft zu tun. Und diese Gemeinschaft und dieses Fließen lassen, das ist etwas, das hier so im Hintergrund passiert. Dass das passiert, das hat dann mit den nächsten Schritten zu tun. Und die nächsten Schritte, die führen dich dahin, wo es für dich wichtig ist. Bei dir ist der März noch ein Monat, wo du wirklich so auf dich auch achten solltest. Der Rückzug ist immer wieder wichtig, vergiss das nicht. Entspanne und ja, relaxe. Denn die Kraft, die du brauchst für all das, was kommt, das ist das, ja, was dein Körper braucht. Deine Seele, die wird das schon alles wuppen, aber dein Körper, der braucht da echt Kraft und Stärke von dir. Du wirst im Monat März Zeichen bekommen. Und diese Zeichen, mit was haben die zu tun? Das hat natürlich mit deiner ganzen Entwicklung zu tun. Denn da geht es auch ganz tief in Liebesbeziehungen um das Thema Vertrauen bei dir. Schaue dir mal an, wo in der Vergangenheit ist dein Vertrauen missbraucht worden? Wenn du jetzt denkst, boah, ich lasse keinen mehr so nah an mich ran, hey, diese Mauern, nein, um Gottes Willen, bleibe hier offen, denn das wäre das Schlimmste, was du machen könntest, da jetzt große Mauern zu ziehen, sondern bleibe im Vertrauen. Dein Urvertrauen wird ganz immens wichtig im Monat März. Und dieses Urvertrauen hat natürlich auch gerade in der Liebe zu tun. Also schaue da, das heißt für dich, klar, es wird wunderschöne Momente geben und da kommt auch das Entzücken. Aber du wirst eben sehr, sehr geprüft in der Liebe. Also sei dir klar, dass alles, was dich in der Liebe antriggert, mit deinem Urvertrauen zu tun hat. Was kommt hier weiter für dich? Es geht um die Bewunderung. Bewunderung bedeutet, die Schönheit der Schöpfung anzuerkennen.
Das sagt dir diese Karte. Und diese Karte, die kommt immer dann, Bewunderung, und du siehst es hier schon mit dem Entzücken, wenn da jemand in dein Leben tritt, der dich richtig, richtig ankickt. Und dieses Ankicken, das ist ja der Start von so vielem und das kann etwas ganz wunderbar Geniales werden. Aber sei dir dessen bewusst, du wirst echt herausgefordert und dieser Rückzug ist immer wieder für dich ganz immens wichtig. Wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, weißt du ja, wir gucken in die Karten des Lebens, wir gucken in die Karten der Liebe und in die Karten der Partnerschaft. Wir analysieren das ein bisschen. Im Leben, was kommt da so auf dich zu? Und guck mal, da kann ich jetzt gar nicht mehr zu sagen, der Himmel auf Erden und das wird, ja, so wirst du dir vorkommen. Es wird hier eine Steigerung geben von Dingen, die du gar nicht erahnt hättest, wie schön alles sein kann. Das fühlt sich auch wie ein Abenteuer an. Also du wirst da wirklich immer wieder sagen, wow, und denke bei jedem Wow an mich. Das wird dich führen. Also diese Wow-Effekte, die sind einfach mal da. Und da geht es für dich hin. Nimm das an. Denke aber immer dran, es geht um Urvertrauen. Dein Vertrauen wird geprüft. Also was kann jetzt passieren, wenn du auf so einer Abenteuerreise bist? Da kann es natürlich auch Menschen geben, die sehr boshaftig sind. Die auf dich zukommen mit Boshaftigkeiten und das gar nicht gut mit dir meinen. Und wo kann das für dich hinführen? Nämlich in eine Depression. Puh, das ist das, was keiner von uns hören will. Das heißt nicht, dass du depressiv wirst und in die Psychiatrie musst. Nein, es geht hier darum, achte hier auf dich. Es geht um dein Urvertrauen. Du wirst hier richtig, richtig angekickt. Weil, klar, wenn du auf der Sonnenseite des Lebens bist, gefällt das nicht jedem Menschen. Und da gibt es immer Menschen, die dann wirklich da ihren Senf dazugeben müssen, die dich runterziehen müssen, weil sie selber frustriert sind. Also sei dir dessen bewusst, dass du jetzt hier wirklich an der schönen Seite angelangst. Und das, was geprüft wird, ist dein Urvertrauen. Bleibe im Vertrauen. Wir gucken jetzt, was kommt denn hier jetzt tatsächlich? Was wird bei dir angekickt? Und da gucken wir jetzt auf die Liebe. Denn ja, es wird romantisch. Es wird richtig schön romantisch. Und du wirst unwahrscheinlich viel lachen. Und dieses Lachen, das sehen andere, das ist Romantik, da ist Liebe. Du wirst sprühen vor Liebe. Und das zieht die Menschen auf den Plan, die dich runterziehen wollen. Mit was hat das jetzt dann für dich nämlich zu tun? Das, was dich runterzieht und was dir immer wieder gespiegelt wird, sind diese alten Wunden. Aber bleibe im Vertrauen, lass diese alten Wunden sein. Sei dir bewusst, dass diese alten Wunden alt sind. Lass ihnen nicht die Macht für dein Hier und Jetzt. Es ist alt, bedanke dich und sage danke, es waren Lernerfahrungen, aber jetzt ist etwas ganz Neues. Das, was hier weiterkommt, und das ist die Fantasievorstellung, das kann natürlich jetzt wirklich, dass du sagst, wow, das ist so schön, was geht da noch alles? Und dass du dann in einer Fantasie vor dir hinschwärmst, die so vielleicht für den anderen zu schnell ist, den anderen schon erschlägt und du schon ja, 5 Schritte weiter vorne bist. Also hier wirklich, ja, weit denken, du darfst weit denken, denn es wird hier etwas passieren bei dir. Aber eben, mach das für dich, erschlag dein Gegenüber noch nicht, weil sonst rennt dir jede neue Liebe gleich fort. Wenn du sofort mit der Tür ins Haus fällst und sagst, ja, Prinz Charming auf dem weißen Gaul und heiraten, 5 Kinder, Haus bauen und bis ans Lebensende und Händchen halten. Und der rennt dir fort, ehrlich oder umgedreht, Männer, wenn eine Frau sofort zu euch kommt und sagt, das Gleiche in grün irgendwie, also egal welche Richtung. Das ist diese, oh, da rennt jeder fort, auch die Mädels, wenn so etwas hören, wenn dann ein Mann kommt, bub, bub, bub. Also Fantasievorstellung erstmal noch für dich behalten und dann kann es so weitergehen. Denn das, was hier kommt, das ist eine große, wahre Liebe. Und diese wahre Liebe, jetzt sind wir schon bei der Partnerschaft,
Klar kann es jetzt auch für die, die in Partnerschaften sind, eure Liebe noch mehr vertiefen. Und das ist es, wow, das wird ein Wow-Effekt. Und jedes Wow, denkt dran, denkt an mich. Ein Verstehen kommt hier und dieses Verstehen, das wird noch tiefer gehen, noch tiefer beieinander ankommen und ganz, ganz tief sich dem anderen öffnen. Wohlgemerkt, denke dran, du wirst in deinem Urvertrauen angekickt. Wie kann das jetzt angekickt werden in der Partnerschaft? Da, klar, Angriff. Angriff und puh, das kann dann schon ganz schön wehtun. Also sei dir dessen bewusst und frage dich immer, gehört das jetzt hierher, ist das vergangen? Also lass dir dein Hier und Jetzt nicht zerstören. Da kommt jetzt dann noch die Leugnung. Das ist natürlich, das kann wehtun, wenn jemand etwas leugnet. Jetzt musst du immer zwei Seiten der Medaille anschauen. Dein Urvertrauen wird angekickt. Jetzt hast du vielleicht jemanden kennengelernt, ihr seid gerade zusammen und yippie-yay, und jetzt tut er dich verleugnen. Wie kann das passieren? Vielleicht ist der gerade noch in dem Prozess und sagt sich so, soll das mehr werden? Oder jemand anders triggert bei ihm oder ihr auch etwas an. Und dann wird erstmal so, ach, das ist nur mal so ein bisschen, ach, Pillepalle. Dein Urvertrauen wird angekickt. Auch wenn derjenige, ach, das Pillepalle nur sagt. Sei dir dessen bewusst, der hat auch seine Muster am Laufen. Lege nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Hinterfrage das lieber und sage, hey, wie hast du denn das jetzt gemeint? Ich dachte, bei uns, da ist ein bisschen mehr. Aber vorsichtig, nicht der Elefant im Porzellanladen, weil das würde nur zerschlagenes Geschirr geben. Und hier ist die Chance von etwas ganz Wunderbaren, das hier im Aufbau ist, für alle, die jetzt komplett neu in eine Beziehung gehen. Die, die schon fest in der Beziehung sind, also da wird sich erst etwas verfestigen. Ihr habt auch eure Prüfungen, auch mit dem Urvertrauen, aber nochmal anders wie die, die da ganz, ganz am Anfang sind. Interessant. Wir gucken weiter für alle, die den zweiten Stapel gewählt haben. So, bei euch wird es jetzt etwas grenzwertiger hier mit dem Liegenden, weil hier links und rechts habt ihr jetzt hier die Liebespärchen liegen. Mal gucken, wie wir da die Karten noch reinkriegen, aber wir schaffen das. Um was geht es denn bei euch? Und ja, die Leichtigkeit im Hier und Jetzt. Da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Die Leichtigkeit im Hier und Jetzt ist ein wichtiger Bestandteil für dich und da wird es dich hinführen. Und wow, leicht. Einfach lass es nur mal auf der Zunge zergehen. Leicht. Leicht. Ja, das ist es für dich. Weil dein Fokus, der soll tatsächlich hier auf Segnungen sein. Und diese Segnungen, die für dich kommen, du siehst hier schon, die Dame, die hält die Arme breit aus und sagt ja. Ja, ja, also die möchte annehmen und genau das ist es hier bei dir. Du möchtest annehmen, du willst das, also ja, Hände auf und sag, hier bin ich, nimm es an. Und schau mal, genau deswegen liegst du jetzt auch hier zwischen diesen zwei Pärchen. Also, nimm es an. Was passiert hier bei dir? Es geht tatsächlich um einen Neubeginn. Der Neubeginn, wenn du jetzt in einer Beziehung bist, kann das wirklich nochmal so ein Reset-Punkt, Startpunkt sein. Bist du Single? Klar, kann hier etwas ganz Neues passieren. Und was wird hier passieren? Also ich brauche es fast nicht mehr zu ergänzen. Da kommt etwas ganz Wunderbares auf dich zu. Und das hat mit viel, viel Romantik zu tun. Wow. Ich sag ja, Liebesmonat März. Das hat schon seinen Grund, warum du hier zwischen zwei Liebespaaren liegst. Was kommt hier weiter für dich? Und ja, es ist der Monat, wo es um das Urvertrauen geht. Auch du wirst geprüft. Das ist eine Grundenergie. Welche Auswirkungen hat das in der Liebe? Natürlich so einiges, weil ich möchte mal sagen, das, was hier bei dir passiert, da passiert etwas ganz Massives und die Leichtigkeit im Hier und Jetzt hast du zu Beginn gesehen. Aber was du jetzt siehst, und schau mal, Sünderin, Verleugnung.
Das ist es, was bei dir passiert. Kein Heiliger ist ohne Vergangenheit. Kein Sünder ist ohne Zukunft. Wir sind alle Gottes Kinder. Es geht darum, dich zu lieben und zu akzeptieren, so wie du jetzt bist und deiner inneren Weisheit zu folgen. Aber nicht nur das. Die Leichtigkeit im Hier und Jetzt. Warum wirst du geprüft im Urvertrauen? Hey, ganz ehrlich, wir haben alle Leichen im Keller. Jeder. Bei dir wird irgendeine Leiche oder vielleicht auch zwei hochkommen. Die werden irgendwo so plopp, plopp, plopp aus dem See auftauchen. Und du wirst damit konfrontiert. Im ersten Moment ist das schon so ein bisschen Schlag ins Gesicht und man möchte so sagen, nein, ich war es nicht, ich war es nicht. Das funktioniert nur bedingt. Also du wirst sehen, ja, die Leichen kommen hoch. Kein Heiliger ist ohne Vergangenheit, kein Sünder ist ohne Zukunft. Das wird Verleugnungen auch geben. Also es wird einiges an Tumult geben im Hintergrund, wo du wirklich sagst, so boah, kommt diese, Entschuldigung für die Wortwahl, gequirlte Scheiße ausgerechnet jetzt hoch. Ja, sie wird ausgerechnet jetzt hochkommen. Genau zu dem Moment, wo du sagst, jetzt kann ich das aber gerade überhaupt nicht gebrauchen. Weil du richtest dich gerade neu aus und dieser blöde, vergangene Bullshit kommt jetzt hoch. Okay, also, sei dir bewusst. Du lebst im Hier, im Jetzt mit Leichtigkeit. Und ja, du hast Leichen im Keller. Okay. Was heißt das jetzt für dich, fürs Leben? Sei bereit. Sei bereit für die große Bühne. Die große Bühne, die ist jetzt für dich da. Und die große Bühne, und auch hier, schau alle möglichen Promis an. Wenn die irgendeine Leiche haben, irgendwann kommt die hoch. Und so auch bei dir. Im Leben geht es jetzt ganz klar um deinen schöpferischen Geist. Das zeigt für mich, dass es jetzt außerhalb der Liebe darum geht, dass du viele Ideen in die Welt schickst und diese Ideen, die geben jetzt den Kick. Also du weißt jetzt genau, wo es für dich hingeht und das ist wichtig, das ist richtig und du wirst da entlang gehen. So, jetzt stell dir vor, du stehst auf der großen Bühne und dann gibt es irgendwelche, die dich dann anfeinden. Was hat das mit dir zu tun? Ja, da ist Konkurrenzdenken. Yippie-yay, also. Irgendjemand wird dir da gewaltig auf den Schlips treten. Das hat mit Konkurrenzdenken zu tun. Das kann von dir sein, das kann von deinem Gegenüber sein. Also schau da genau hin und sei dir bewusst, es geht um dein Urvertrauen und um Prüfungen. Also alles, was hier kommt, schau es immer mit zwei Seiten der Medaille an. Und da geht es auch um Projektionen. Was hat es mit Projektionen auf sich? Logisch, wir machen Erfahrungen und kennst du diesen Satz, wenn man ganz schnell sagt, boah, der ist ja wie XY. In dem Moment projizierst du. Derjenige, der weiß gar nicht, warum du projiziert hast, aber derjenige, der kitzelt gerade in dir alles Mögliche hervor, wo du entweder sagst, oh yippie-yay, den finde ich super, oder du sagst, boah, das geht aber gar nicht. Also das sind alles so Dinge, die dir jetzt im Leben passieren, im Liebesmonat März. In der Liebe hat das natürlich so auch seine Auswirkungen, denn es geht für dich ganz klar um ein Abenteuer. Du wirst jetzt hier jemanden kennenlernen, beziehungsweise alte Liebe auffrischen, je nachdem, in welchem Beziehungsstatus du bist. Also das fühlt sich wie Abenteuer an. Das ist schön, das ist wow und das fühlt sich an wie ein Geschenk. Da kommt etwas so Schönes auf dich zu. Und dann kommt der Moment, wo du sagst so, Nachtigall, ich höre dir drapsen, was kommt da? Jetzt kann natürlich passieren, wir sind jetzt hier schon mitten in der Liebe, da kommen die Leichen hoch. Die schwimmen hoch und manchmal sind das nicht nur Leichen, sondern das sind wandelnde Zombies, die aus der Vergangenheit kommen. Und diese wandelnden Zombies, die können bei dir etwas hervorkitzeln. Das hat dann mit Untreue zu tun. Und dieses Bild, das zeigt, siehst du, da ist die Frau am Schlafen und der Mann ist hier am Telefon. Das muss jetzt nicht in der Konstellation sein. Aber du musst nur mal mitten in der Nacht, bekomm mal eine WhatsApp von irgendeiner Leiche aus der Vergangenheit und dann stehst du da und so, boah, du bist glockenwach und du willst, oh nein, bloß nicht, weil du bist jetzt neu und du orientierst dich neu. Und diese Leiche aus der Vergangenheit, die könnte wirklich zum wandelnden Zombie werden, die Zombie-Apokalypse. Also sei dir dessen bewusst, das kann wirklich riskant
werden. Und das Ganze, du siehst es hier, es kommt eine Art Naivität zum Vorschein, denn dein Partner, mit dem du da neu oder mit dem du länger verbandelt bist, der fühlt sich da gerade ein bisschen verarscht. Der denkt sich so, boah, was ist das jetzt hier? Was ist das hier? Heimlichkeiten im Hintergrund. Also der Schuss kann ganz böse ins Ofenrohr gehen, aber wieder auch hier, sei dir bewusst, tatsächlich, das ist eine Prüfung. Urvertrauen. Auch umgedreht, solltest du jetzt in der Vergangenheit ganz viele Wunden haben, weil du betrogen worden bist und dein Partner kriegt auf einmal in der Nacht eine WhatsApp und du bekommst das mit, hey, du wirst da gerade richtig angekickt. Aber sei dir da auch im Umkehrschluss bewusst, der hat sie nicht geschickt, das hat jemand anders geschickt. Ich meine, die Frage ist, wie reagiert er drauf? Aber das ist all das, was hier echt angekitzelt wird. In der Partnerschaft geht es deswegen darum, auch Fehler einzugestehen. Also wenn man ein bisschen Bullshit gemacht hat oder auch ein bisschen viel Bullshit in der Vergangenheit, das kommt jetzt auf den Tisch, dann sei dir bewusst, dass es jetzt richtig und wichtig ist, auch diesen Fehler zuzugeben. Gestehe diesen Fehler ein und sage, ja, da habe ich Scheiße gemacht. Ganz klar. Da kann man Scheiße nicht verschönigen, da kann ich Scheiße auch, klar, ich kann es wunderbar umschreiben, aber unterm Strich ist es Bullshit, ist es Scheiße, gesteh es ein und werde dir dessen bewusst. Weil es kann jetzt eine Berichtigung eben entstehen. Und diese Berichtigung, die ist ganz, ganz wichtig für deine nächsten Schritte in dieser Partnerschaft, in dieser Liebe, in allem, was neu hier auftaucht. Also das ist ganz, ganz intensiv, was hier passiert. Was ist denn jetzt hier die Falle? So. Stell dir vor, du bist mit allem gewappnet, hast alle Leichen, die sind aufgeploppt, du hast auch alles eingestanden. Was kann denn jetzt noch hier passieren? Jetzt kann es natürlich echt crazy werden, weil jetzt kommt hier die Familienverschwörung. Die Familienverschwörung, und du siehst hier, das sind so unsichtbare Bande, die da sind. Das kann jetzt vieles bedeuten. Eine Familie, die da die Fäden im Hintergrund zieht, eine Familie, die manipulativ eingreift, und die dir dein Liebesglück einfach mal gerade gar nicht gönnt. Oder eben so agiert, dass du sagst, boah, was ist das jetzt bitte? Also sei dir immer bewusst, Prüfung, Prüfung und es geht um Urvertrauen. Was eine Falle ist, die Falle hier, sie sagt nehmen. Auch das hier, also kann unter Umständen etwas sehr Kritisches werden. Also du siehst, sehr schön, von Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt, kann so ziemlich alles kommen. Ja, wir gehen direkt zum Stapel 3. Der dritte Stapel. Ja, die ersten Stapel hatten es ja schon so in sich. Auch bei dir ist es nicht ohne und wir gucken uns das bei dir an. Um was geht es denn? Das Übergreifende ist zum einen mal, es zeigt hier altes Wissen und Weisheit. Also du siehst hier, da geht jemand Tor für Tor und immer weiter dem Aufschritt entgegen. Das hat auch mit Liebe zu tun, weil du auch hier deine Lernerfahrungen machen wolltest. Und diese Lernerfahrungen, die sind jetzt eben gerade extrem wichtig. Diese Lernaufgaben, was willst du lernen, was willst du sehen? Also, um was geht es weiter? Da geht es auch hier, du siehst es, um eine gewisse Unschuld. Und diese Unschuld, das ist ja ein ganz tiefes, reines Herz, das hier ist. Und das kann jetzt beides bedeuten. Du hast dieses reine Herz oder du wirst auf einen Menschen treffen, der ein noch tiefer, reineres Herz hat. Was bedeutet das jetzt für dich? Ja, es geht hier um Seelengefährten. Und hey, guck mal, sind die nicht süß? Also, jetzt weißt du, was bedeutet es, was kommt hier auf dich zu? Liebesmodus, absolut der Liebesmodus. Und in diesem Ganzen geht es auch um Körperbewusstsein. Und Körperbewusstsein, hey, das ist sexuelle Anziehung. Jetzt weißt du, warum diese Pärchen hier liegen. Und das ist nicht nur bei dir, das ist auch bei den anderen. Also das ist auch eine ganz massive Grundenergie, die hier für den Liebesmonat März herrscht. Brutale Anziehung, möchte ich es mal sagen. Wie zwei Magnete, die aufeinander prallen. Es geht hier um tiefe Fülle. Also da darf etwas Wunderbares jetzt gerade bei Seelengefährten entstehen. Und dies Aufeinandertreffen, das wird wow.
Stapel 1 habe ich es schon gesagt, bei jedem Wow erinnere dich an mich. Wow. Hier kann etwas so Schönes entstehen. Du hast es in der Hand, du wirst es merken, das wird hier tatsächlich so dermaßen angekickt und angekitzelt, dass wunderbare Dinge passieren dürfen. Was kann da Negatives kommen, wirst du dich jetzt sicherlich fragen. Und ja, es gibt da die ein oder andere Karte und was wir hier sehen, das ist die Karte Hure. Wandle und heile die Energie der Hure in dir. Lebe dein Feuer und deine Leidenschaft. Mädels, ich weiß, wenn ihr diese Karte immer seht und sagt, hey, ich bin keine Hure. Es geht um den Augenblick. Lebe den Augenblick, genieße ihn. Sei die hingabefähige Frau. Gebe dich allem hin, was gerade wichtig ist. Sei leidenschaftlich. Und das ist es. Das ist auch die körperliche Ebene. Das ist Feuer, das ist Leidenschaft. Du wirst es in dir spüren und das kickt dich jetzt gerade ganz besonders an. Und ja, das ist sexueller Kick, definitiv. Wir gucken bei dir, so wie gehabt, wenn du meinen Kanal kennst, weißt du, was kommt. Wir schauen auf die Karten des Lebens, die Karten der Liebe und die Karten der Partnerschaft. Was kommt hier bei dir? Im Leben geht es für dich ganz klar darum, dass jetzt da etwas ganz Neues entsteht. Wir haben hier die Geburt, da ist etwas Neues am Entstehen. Für alle Singles, ja, etwas Neues kommt hier. Für alle in der Paarbeziehung, hey, Neugeburt, Wiedergeburt, wie auch immer man es betiteln möchte. Und es geht um Inspiration. Also das ist so ein gegenseitig etwas ganz, ganz Lichtvolles Anschieben, das hier vorwärts geht. Es kann natürlich so einiges im Leben passieren. Und bei dir, da geht es um Machtkampf. Das wäre jetzt natürlich die negativste Variante, sich gegenseitig den Rücken zukehren, nicht mehr anschauen, wenig miteinander reden und jeder hat Recht. Oh, nie. Also so nicht, sondern es soll ja anders laufen. Denn das, was hier kommt mit dem Machtkampf, das artet echt aus. Da möchte ich auch gar nicht weiter drauf eingehen, da möchte ich gar keine Energie hin verschwenden. Also das kann richtig scheppern. Im Gegenzug kann es aber auch jetzt in der Liebe, und das ist ja das Wichtigste, hey, Intimität, Körperbewusstsein, also bei dir Körperbewusstsein, Hure, Leidenschaft leben, jetzt die Intimität, da passiert gewaltig etwas, also da kickt dich unwahrscheinlich etwas an. Und ja, da entsteht Glück, ein ganz, ganz tiefes Glück. Was ist denn jetzt die dunkle Seite in der Liebe? Also wir haben ja hier schon gesehen, der Machtkampf bei den Karten des Lebens. Und da geht es hier tatsächlich um die falsche Geisteshaltung. Also, falsche Geisteshaltung, deswegen überlege dir ganz, ganz viel. So wie ich es gesagt habe schon zu Beginn, es geht um Urvertrauen. Wo wirst du angekickt? Wo wird dein Urvertrauen ins Schwanken gebracht? Und das ist immer, stell dir immer und immer wieder diese Frage, weil das ist die Falle, das bringt dich in die Einsamkeit. Und da willst du ja keinesfalls hin, weil da soll es definitiv nicht hingehen. Denn partnerschaftlich gesehen, und wir haben schon gesehen, Seelengefährten, so vieles, was hier passiert, es ist hier eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit. Und diese tiefe, tiefe Verbundenheit, möchtest du die aufs Spiel setzen, jetzt gerade in Paarbeziehungen? Wer Single ist, hey, da etwas ganz Neues, Tolles kann entstehen. Da ist eine innige Zuwendung und diese Zuwendung, die ist da. Ganz, ganz viel. Was kann jetzt hier passieren? Du hast ja schon, also bei dir sind, glaube ich, mit die meisten Risikofaktoren mit dabei, wobei die anderen hatten auch so ihre Risikofaktoren. Aber bei dir kann das ausarten und guck mal, was hier passiert. Das ist so eine Suchtfalle, eine Abhängigkeit, Fesseln, Herabschauen. Also das ist etwas, wo partnerschaftlich hier Machtkampf, was wir hatten. Also das kann ganz, ganz schnell kippen. Und ja, das ist ein bisschen eine Gratwanderung bei dir, aber du hast es in der Hand. Immer wieder das Bewusstsein. Denke dran. Es ist der Prüfungsmonat, der März. Es sind immer wieder die Vertrauensfragen, die da sind. Und da wirst du jetzt einfach, ja, du bist im Prüfungsmonat. Hier geht es auch um Verschmelzung. Und das, was hier Verschmelzung ist, man sieht hier so ein bisschen, man sieht Ahnen, Eltern. Also, was bedeutet das für dich? Alles in Partnerschaft hat eine gewisse Form, wo es hier
Eltern, Ahnen mit reinzieht. Also sei dir immer dessen bewusst, alles, was kommt, kann mit Ahnen, also in der Partnerschaft zu tun haben und kann dich damit ankicken. Deswegen sei dir dessen bewusst, alles, was dich irgendwie ankickt, frage dich immer, gehört das ins Hier und Jetzt? Ist das etwas Vergangenes? Durchleuchte es, weil du wirst geprüft, und denke an dein Urvertrauen. Wenn du weißt, okay, das kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke, dann hol dir dein Urvertrauen wieder. Du hast es in der Hand. Du schaffst das definitiv. Meine Lieben, ich bin am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen mega genialen März, und in diesem Sinne schicke ich ganz viel Licht und Liebe aus meinem Herzen und bis bald.